So, hallo YouTube. Das gibt heute ein Video über das Stedemore Knife Bastion. Und da es schon einige Videos gegeben hat, die zu Hause auf dem Schreibtisch gemacht worden sind und da das Messer ausführlich besprochen worden ist, habe ich gedacht, ich mache heute mal ein Video im Wald und mache mal ein paar praktische Sachen mit Holz. Ist ja ein großes, stabiles Messer. Auch wenn es ein Klappmesser ist, sollte es das mitmachen. Ich habe auch noch zwei andere Messer dabei, um eventuell mal einen Vergleich mit den beiden zu machen, wenn es nötig ist. Okay, ich habe ja schon öfters mal solche Sachen im Wald gemacht, so Holz zerteilt und angespitzt und so weiter. Und ich habe auch früher mal immer solche Zeltheringe geschnitzt. Hatte ich auch mal so eine Deckenrunde, das Schnitzen ohne Schnitzmesser. Und ich möchte heute aber mal ein bisschen größeren Zelthering machen. Und da habe ich mir hier schon einen Ast besorgt. Den muss ich jetzt erstmal ein bisschen kürzen, dass er die richtige Länge hat. Und dann bekommt er die Kerbe. Und dann unten noch eine Spitze. Genau. Also erstmal ablängen das Ganze. Dann machen wir hier eine Kerbe rein, wo man zum Beispiel eine Schnur einhängen kann. Das Messer liegt einigermaßen gut in der Hand. Hat kaum Hotspots. Hier meistens, die meisten Hotspots gibt es immer hier, wo das Titan ausgefräst worden ist. Das ist ja auch ein bisschen, das kommt immer auf die Handgröße an. Das wird jeder ein bisschen anders fühlen. Ich habe also keine Scheu, ja, auf das Messer draufzuschlagen, auf die Klinge, weil das insgesamt ein sehr stabiles Messer ist. Die Klingenstärke ist jetzt bei dem Strider ein bisschen höher, aber beim 301er von Zero Tolerance ist es auch nicht mehr. Und die habe ich auch schon so belastet. Was ich bei dem Messer hier nicht machen möchte, ist hacken. Habe ich zwar gerade mit meinem 301er auch gemacht, aber das nicht mein Messer ist und das, da die Belastung hier hinten auf dem Bolzen schon ein bisschen vorhanden ist, möchte ich es nicht machen und ich möchte auch keine seitlichen Hebelbewegungen machen, weil ich nicht weiß, wie das Kugellager da reagiert, was da verbaut ist. Okay. Möchte ich gerade mal das Messer kurz wechseln, mal schauen, wie das Strider SMF sich da schlägt. Die Handlage ist da ganz anders. Bei dem Strider dagegen haben wir hier das extreme Chimbing, wo ein bisschen in der Hand drückt. Dann nehmen wir auch mal das 300er, die 300er Serie. Die ist also mit Abstand am unangenehmsten in der Hand, weil wir ja auch ein extremes Chimping haben und man kann hier nicht ganz so nah an die Klinge ranrutschen, kommt einem so vor. Da stört der Flipper also mehr als hier bei dem Bastion. So, um die Messer geht es ja auch gar nicht. Darum nehme ich jetzt wieder das hier.
Das Holz ist also ganz schön hart. Aber ist in Ordnung. Schaue ich mal, ob ich mal die Schneidphase einfangen kann hier. Also der Autofokus hat daheim besser funktioniert. Okay. Ja, okay. Funktioniert also nicht immer. Ja, also man kennt, also zumindest größere Ausbrüche sind nicht da. Ne, es sind gar keine Ausbrüche da. Wenn ich über die Kamera wegschaue, erkenne ich das ja. Also absolut gar nichts passiert. Ja. Hier die Kerbe. Und die Spitze. Könnte man noch ein bisschen spitzer machen. Je nachdem, was für eine Erde man hat, wo man es reintreibt. Ist auf jeden Fall ein Messer, dem ich genauso viel zutraue wie hier so ein 300er oder auch das SMF. Im Gegenteil, hier haben wir ja rechts und links die Dahn beim Bastion. Allerdings sieht man auch hier mal die Klingenstärke. Ist natürlich vom SMF schon stärker und vor allem die Klingenspitze ist beim SMF von Strider stärker und darum muss man das immer ein bisschen beschränkt sehen. Also an manchen Stellen schon hochbelastbar und vor allem hat er viel in der Hand, an anderen Stellen ist vielleicht ein bisschen Vorsicht geboten. Zumindest wenn es nicht das eigene Messer ist. Okay, das war's aus dem Wald und der Rest wurde entweder schon gezeigt oder kommt noch in einem anderen Video. Bis dahin, ciao. So, der Rest vom Messer und vom Video wurde natürlich noch nicht gezeigt, sondern der kommt jetzt, wie ihr sicher schon gemerkt habt. Und zwar kommt der Rest jetzt nach dem praktischen Test im Wald. Ja, was gibt es zu dem Messer zu sagen? Das ist schon viel gezeigt worden, auch von unseren ganzen großen YouTubern, die viel Videos machen. Der Stefan natürlich vorneweg. Und auch der Emir und der Klaus haben schon gezeigt. Mir fällt gerade nicht ein, wer es noch alles hatte. Der Andi 1878 hat es natürlich auch gehabt, genau. Schon viel gesagt worden und ich habe ziemlich die gleiche Meinung. Ich gebe hier jetzt der Vollständigkeit halber auch mal die technischen Daten durch. Das ist also das Stedemann Knife Bastion 2015, steht drauf. Und zwar haben wir hier eine Gesamtlänge von 220 mm, Klingenlänge 91 mm, die Klingenstärke 3,7. Das Gesamtgewicht sind 204 Gramm, also relativ viel. Bin mir gerade nicht sicher, was das 301er wiegt, aber ich glaube, das ist etwas leichter. Ganz zu schweigen vom SMF, das ist um einiges leichter. Wir haben ein Griffmaterial Volltitan mit einer auf einer Seite eine Einlage aus Kohlefaser. Das dient natürlich nicht der Gewichtsreduzierung, sondern allein dem Grip und der Optik. Wir haben einen Titan Clip, sehr hochwertig gemacht. Der lässt sich gut in der Tasche wegstecken, gut ziehen, stört wenig in der Hand. Das einzige, einen eigenen Hotspot haben wir hier bei der Ausfräsung. Ich hätte mir wünschen, dass wieder mehr Hersteller das Ganze nach innen verlegen, wie es ja auch, das ja auch gibt, dann haben wir den Hotspot nicht. Ja, Klingenstahl ist S35VN, also ganz okay. Die Achse ist cool gelagert. Verschluss haben wir einen Frame Lock mit einem Stahl-Inlay und einem Overtravel-Schutz.
Der ist hier verdeckt, aber es gibt ihn, das weiß ich. Den sieht man, wenn man genau reinschaut. Ja, den Clip hatten wir schon. Was mir positiv an dem Messer sofort aufgefallen ist, als ich es ausgepackt habe damals, ist die Flipper-Action. Also ich glaube, ich habe kein Messer, das so zuverlässig flippt. Ich glaube, das sind die Federunterstützten auch nicht viel besser. Das hat noch nie eine Fehlfunktion gehabt. Und wenn sowas schon mal beim Auspacken sofort funktioniert, man nimmt es in die Hand. Und Leute, das ist kein Messer, das man hier in die Hand nimmt und dann so ein Tuch nach hinten macht. Das kann man bei so Spielzeugmesser machen. Das Messer nimmt man richtig in die Hand so und geht dann mit dem Zeigefinger, nicht mit der Spitze, sondern so. Und wenn man dann zieht, dann hat man das Messer gleich richtig in der Hand. Das ist ja jetzt kein Messer, das man jetzt wie Küchenmesser oder irgendwas benutzt, sondern das ist ein Messer, das man anständig in der Hand hat. Das nimmt man so in die Hand, zieht und dann hat man das hier. Ja. Viel praktische Erfahrung habe ich mit dem Messer nicht gemacht. Viel dabei hatte ich es auch nicht. Ich hatte es schon dabei, aber nicht oft. Liegt einzig und allein an dem sehr hohen Gewicht. Als ich es dabei hatte, auf der Arbeit, hatte ich es dabei. An ein oder zwei Tagen, weiß nicht mehr genau. Zweimal was geschnitten. Einmal positive Erfahrung und einmal eine neutrale Erfahrung. Die neutrale, bis schlechte Erfahrung war einfach, ich habe diese Plastikbänder zerschnitten, die wir auf der Arbeit haben. Wer das letzte Video gesehen hat, das war ein Denatius mit Wellenschliff. Wellenschliff bietet sich bei dem Plastikband einfach an. Ich habe auf der Arbeit auch schon mein altes Camillus sonst dabei gehabt, das Camillus DL29. Und er hat auch schon ein H6 von Real Steel dabei. Die haben da alle nicht so gut abgeschnitten wie ein Wellenschliff. Das Plastikband ist einfach ein bisschen speziell und versprochen, da gibt es auch mal ein spezielles Video extra zu dem Band und ein paar Testschnitte. Weil ich habe das Plastikband mal mit nach Hause genommen und kann es dann daheim auch mal probieren. Ja, also wenn man das da durchzieht, wie ich es hier gemacht habe bei dem letzten Video, dann ist das, wenn man Pech hat, nicht mit einem Schnitt durch, sondern es hängen noch an ein paar Fäden oder man muss einfach viel kräftiger dran ziehen oder schneiden, dass es dann schon wieder vielleicht ein bisschen gefährlich wird, wenn man dann ausrutscht und dann irgendwo weit ausholt mit so einem Messer. Also ist also eher neutral, weil andere Messer das auch nicht besser können. Wo ich positiv überrascht war, ich bin an den Kühlschrank gegangen und wollte mir ein belegtes Brötchen in, also einen Längsschnitt durchmachen, weil ich nur ein halbes wollte. Und das ist dann genial, wenn man so ein Messer hat, im Gegensatz zu so einem Victorinox zum Beispiel. So ein bisschen Wind auf, ich hoffe, man hört es nicht zu fest. Mit dieser aus der Arbeitstasche raus, sofort einsatzbereit, ohne irgendwie rumzufummeln da mit irgendwelchen Nagelkerben. Dann geht man her und zieht einmal durch und das Brötchen ist praktisch in der Längsachse einmal durch, ohne dass man da irgendwie große Bewegung machen muss. Einfach zack und es ist durch, weil es einfach eine lange und breite Klinge ist, schön schmal und ausgeschliffen, also full flat. Das geht also mit so einem Messer ideal. Ja. So, da es nicht zu lang wird, kommen wir jetzt mal zum Fazit, würde ich mir das Messer kaufen. Nicht zu diesem Preis. Ich sage jetzt auch gar nichts zum Preis. Irgendwas mit 400 Euro habe ich gehört. Das könnte das Messer auch wert sein. Allerdings, Problem ist einfach der Hersteller. Da ist einfach noch kein Name da. Das ist kein Spyderco, das ist kein Strider, kein CT oder sonst irgendwas. Kein Custom, was man in der Preisklasse eventuell auch schon bekommt. Das ist ein chinesischer Hersteller, der kann so gut sein, wie er will. Der hat damit einfach Probleme. Ich bin ein Messerfreak seit Jahren oder fast schon Jahrzehnten, wie man es nimmt. Wenn man da anfängt, irgendwann mal in den 90er Jahren, da träumt man von Strider, wenn man überhaupt davon träumt, weil man gar nicht weiß, wo man die herbekommen soll. Man kennt die nur aus Katalogen und Zeitschriften. Man träumt von Chris Reeve und von Extrema Ratio. Solche Messer gönnt man sich irgendwann, wenn man es irgendwo mal bekommt, zum bezahlbaren Preis. Man träumt eventuell auch von so einem 300er. Machen bestimmt auch viele, die hier zuschauen. Weil billig sind die Messer auch nicht. Und das ist ja auch schon so eine Legende, die man vielleicht haben will. Man träumt da viel und erfüllt sich irgendwann mal Wünsche. Aber man träumt niemals von einem Stedemann Knives Bastion. Davon träumt man einfach nicht.
Und von den anderen Messer kann man jahrelang träumen und erfüllte sie irgendwann mal. Und von dem Messer hier habe ich noch nie geträumt. Also das war noch nie ein Wunsch von mir, das zu besitzen, weil man es einfach nicht kennt. Und auch nicht über Jahre. Wer weiß, wie lang das Messer hier auf dem Markt ist. Und das kann man mit den anderen Messern hier einfach nicht vergleichen. Und das ist einfach das Hauptproblem. Das kann gut sein, wie es will. Das kann mit Sicherheit einiges besser als das hier. In manchen Bereichen ist es auch sehr edel verarbeitet, wo die anderen hier auch nicht mitkommen, auch Strider nicht. Aber in der Preisklasse entscheiden einfach auch andere Sachen. Das ist einfach so. Das ist bei Kleidung so, das ist bei Autos so, das ist bei Uhren so, das ist bei sehr vielen Dingen so, dass da einfach ein bisschen so emotionale Werte auch mitspielen. Ein Name, was dahinter steht, ein gewisser Designer, der sich da viel Gedanken gemacht hat, ein Messermacher. Und das ist hier eben nicht so gegeben, wie es bei anderen Firmen ist. Ja. Viel mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Das reicht. Das Messer ist ja schon ausgiebig vorgestellt worden. Und da bedanke ich mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.